Hallo Astro Rebellin, hi Astro Rebell, willkommen zurück zu deinem Kanal der Astrologie. Ich freue mich, dass du dir diese monatliche Prognose anschaust. Du solltest immer im Hinterkopf haben, dass es sich hier um allgemeine Einschätzungen handelt und dementsprechend ist die Zuverlässigkeit bzw. die Genauigkeit dieser Prognose nicht hundertprozentig und trotzdem sind diese Videos sehr nützlich für viele Menschen. Ich freue mich, dass du dir diese Videos anschaust und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann könntest du das jetzt tun, so dass du weitere Videos in der Zukunft nicht verpassen kannst. Und jetzt die Prognose. Lieber Löwe, du beginnst den Monat mit einer stressigen Konstellation zwischen Venus und Saturn. Diese ist zwischen dem 1. und dem 7. Monatstag vorhanden. Eine nüchterne Stimmung ist durch diese Spannungskonstellation zu Monatsbeginn spürbar. Eine Trennung, ein Abbruch oder Unterbrechung kann der Grund sein, warum man während der ersten Monatswoche mit zwiespältigen Gefühlen zu kämpfen hat. Nur durch innere Ruhe, Dankbarkeit und Akzeptanz werden die Beziehungen zu dir selbst und zu anderen Menschen harmonisch sein. Am 8. November hast du eine Finsternis im Sternzeichen Stier. Diese Mondfinsternis kündigt eine Veränderung in deinem Leben an, die deiner persönlichen Freiheit und Eigenständigkeit betrifft. Es ist wichtig, sich von ungünstigen Verbindlichkeiten vollständig zu lösen. Deine Lebensaufgabe und damit auch deine Berufung können sich unter Umständen ändern. Am 9. des Monats hast du Sonne-Opposition Uranus. Es stellt sich die Frage, inwiefern man sein Leben mit anderen Menschen weiterhin zusammengestalten kann. Das dauerhafte Eingehen und Einhaltung von Kompromissen ist notwendig, um die Verwirklichung von selbstständigen Vorhaben zu ermöglichen. Zwischen dem 10. und dem 14. Monatstag hast du Sonne, Quadrat, Saturn, Schwierigkeiten oder Hindernisse können an diesen Tagen leichter als sonst entstehen. Möglicherweise wirst du von jemandem oder etwas überfordert sein. Am 15. ergibt sich eine harmonische Kombination. Es handelt sich um einen Trigon zwischen Venus und Jupiter. Wenn die ersten zwei Novemberwochen schwer waren, dann ist dies ein Zeichen dafür, dass die letzten zwei Wochen einfacher sein werden. Positive und fröhliche Momente und Ereignisse sind bis zum Monatsende dementsprechend zu erwarten. Am 6. tritt Venus in Schütze ein. Bis zum Anfang Dezember wird sich deine Stimmung verbessern. Du wirst an mehr Selbstvertrauen gewinnen und deine Lebenslust steigt deutlich an. Die Ausübung von Sport, Freizeitaktivitäten und spaßige Unternehmungen sind begünstigt. Danach am 17. hast du Merkur in Schütze eingetreten. Ein Urlaub, eine Reise oder Lernveranstaltung kann im Vordergrund stehen. Elternteile und Großeltern haben im Bereich der Kinder eine positive astrologische Veranlagung. Zwischen dem 18. und dem 19. Monatstag bilden Mars und Neptun ein Quadrat. An diesen Tagen solltest du keine riskanten Aktivitäten betreiben, denn ein kleiner Fehler reicht an dieser Stelle aus, um große Probleme zu verursachen. Am 23. hast du einen Neumond im Sternzeichen Schütze. Neue Entwicklungen sind in den Bereichen der Kinder, Kreativität, Urlaub, Bildung und Investitionen zu erwarten. Die meisten Löwen werden hinsichtlich der genannten Themen gute Ergebnisse ernten. Am 24. ist Jupiter wieder direkt laufend im Sternzeichen Fische. Das bedeutet, bis Dezember wirst du eine Sache klären,
die dir viele Sorgen bereitet. Es wird sich hier um eine Sache handeln, die deine finanzielle Situation betrifft. Mehr Verantwortung hinsichtlich finanzieller Risiken ist notwendig. Zwischen dem 25. und 30. Monatstag hast du Merkur Opposition Mars. Am Monatsende hast du viele Dinge gleichzeitig zu regeln. Der Monat endet mit einer hektischen Note. Mit diesen Aussagen beende ich diese allgemeine Prognose. Aber wenn du eine individuelle und somit auch eine genauere Zukunftsanalyse brauchst, kannst du gerne diese auf meiner Homepage buchen. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesen Konstellationen, alles Gute und bis zum nächsten Video.